kochen wir natürlich nicht das. Noob Battle. Wir haben ihn. Morgens und herzlich willkommen zurück bei Stay and Play. Heute mal wieder eine weitere Folge Escape from Tarkov. Ja, zur letzten Folge zurück, die kam gestern. Da haben wir die erste Runde mit unserem PMC, dem Charakter hier, gestartet. Haben natürlich direkt ein paar volles Gerät in die Lichter geschossen bekommen. Also schön Kopfschuss kassiert. Und dann sind wir direkt nach einem Schuss umgefallen. Und danach kam dann ein Scav Run. Und ich glaube, dass ich für die Aktion, die ich danach gebracht habe, etwas Karma kassieren werde. Weil ich nämlich einen Spieler, der eigentlich, ja, mir freundlich gestimmt war, leider einen 31er Move gebracht habe und den unter die Erde befördert habe, obwohl wir den Friendly Wiggle gemacht haben. Von daher bin ich mal gespannt, was heute auf uns zukommt. Wir fangen wieder an mit unserem Main-Charakter. Ich gehe wieder auf Küste. So, wir nehmen auf jeden Fall, wir haben immer die Möglichkeit, dass wir hier frühs oder abends nehmen. In dem Fall ist es 6:30, das mache ich jetzt. Ich habe keinen Bock auf die Nachtmission. Da finde ich es auf jeden Fall besser, wenn man hier Night Vision hat. Und jetzt mit dem Low Level brauche ich nicht mal dran zu denken. Aber dann schnacken wir nicht länger. Wir spulen vor bis zum Rundenstart. Bis gleich. Auf geht's. Okay, okay, wir sind am Zonenrand. Das ist nicht schlecht. Ja, das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Das ist eine Granatenbox. Da ist natürlich dann auch wieder mal sau viel Loot drin. Nicht? Das Magazin ist geladen. Perfekt. Okay, sehr gut. Ja, der Himmel weint, wenn ich in Tarkov ankomme. Haha. Das Gute ist halt dran, dass wenn das jetzt so rumpisst, wir die Möglichkeit haben, uns ein bisschen im Regen versteckt sozusagen zu bewegen. Das heißt, unsere Footsteps werden natürlich dann dementsprechend nicht ganz so gehört. Finde ich persönlich ganz angenehm. Jetzt ist es die Sache. Ich glaube nämlich, dass wenn ich jetzt hier spawne, hier runterlaufe, dass wahrscheinlich gleich an dem Haus, wo ich hin möchte, gegebenenfalls Leute drin hocken oder Scav spawnen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall genau darauf achten, ob wir Schüsse von da vorne hören oder nicht. Ja. Unten rechts seht ihr gerade eben, die Ausdauer hat sich etwas verbessert. Das heißt, der Charakter entwickelt sich natürlich weiter dementsprechend. Kann auch damit sein, umso mehr Sachen wir untersuchen, sammeln, dass dann auch die Loot-Geschwindigkeit sich erhöht. Die Dropshots, speziell was seltene Items angeht, dass die auch noch erhöht wird. Oh. Schauen wir hier durch den Bus, vielleicht findet man hier noch was. Ich glaube zwar nicht, aber die Hoffnung nie aufgeben. So, okay, da ist jetzt echt nichts. Also da unten über den Rand würde ich nicht mehr spazieren, denn da wurde jetzt mittlerweile ein Minenfeld platziert. Oh, da ist jetzt gerade eben hoffentlich noch niemand. Das heißt dann mal, wir werden jetzt mal schauen, dass wir in diese Richtung etwas weitergehen. So, die Ausdauer regeneriert sich natürlich dann dementsprechend langsam gerade, obwohl wir jetzt eigentlich überhaupt nicht viel Loot dabei haben. Wir sind hier unten am Charakter, wir haben jetzt 18,6 Kilo Gesamtgewicht dabei. Das ist ein Spieler. So. Der versucht wahrscheinlich seine Ausdauer hier irgendwie zu pushen. Ich vermute einfach mal, der hat gar nichts dabei. Nein. Weniger als die Hälfte. Das ist natürlich nicht so gut. Da vorne ist ein Scav oder sowas. So, er hat natürlich eine Pistole. Hoffen wir natürlich nicht, dass er.
Noob Battle. Wir haben ihn. Okay, das Blöde ist, ich habe natürlich jetzt nichts zum Healen dabei. Wo ist er denn? Bin jetzt behindert? Der ist doch gerade eben umgefallen. Ach, Torlichter. Das hat das runtergebollert. So, wir nehmen die nächste Marke hier mit rein. Untersuchen das hier. Wir müssten ein paar Magazine dabei haben. Das ist nicht schlecht. So, wir haben jetzt natürlich so gut wie alles verschossen. Das ist nicht gut. Ein paar Kopfhörer haben wir auch. Eine Maske haben wir auch. So. Und ich habe natürlich jetzt dementsprechend, ich blute. Das ist nicht gut. Wir müssen schauen, dass wir weiterkommen. Eigentlich brauche ich was zum Healen. Das Blöde ist, ich habe natürlich nichts mitgenommen. Das ist perfekt. Wie schaut es hier aus? Extraktionspunkt Bodampir. Könnte offen sein oder die Felspassage. Wir müssen jetzt darauf spielen, dass wir zum Bodampir kommen. Ich bin nämlich gut verletzt. Man kann natürlich auch dementsprechend jetzt hier... jetzt bin ich aus dem Spiel raus. Das ist perfekt. Scheiße. What's going on over there? So. Ist natürlich voll das Magazin, das ist gut. Blöde ist, mir geht's jetzt ziemlich scheiße. Ich weiß auch nicht besonders, wo ich jetzt Loot herkriegen soll, was das angeht. Unsere Gesundheit ist auf 2,14, das heißt, wir müssen zum Pier. Geht nicht anders. Dann kriegen wir fürs Early Extracten wahrscheinlich so gut wie gar nichts, aber ja, wir müssen es probieren. Das geht nicht anders. Ansonsten krepiere ich hier noch. So, wie ich das mitbekommen habe, kann man auch keine Waffen mehr in die Box reintun. Das ist eine Pistole. So. Man hört es auf jeden Fall, uns geht ziemlich scheiße. Der Kollege hat uns echt gut erwischt. Geht's mir? Oh oh. Ja, wir müssen es probieren. Komm schon. Geht nicht anders, ich verblute hier sonst noch. Das ist ganz schön doof. Oh nein, vor uns sind Spieler. Gar nicht gut. Komm schon. Alles verschwimmt. Ah, das ist halt der Nachteil, wenn man so auf Risiko spielt jetzt gerade. Ach du Scheiße, ey, das wird nichts. Hier ist auf jeden Fall ein Scav gestorben, oder? Hier ein Buddy. Wir könnten höchstens mal probieren, dass wir hier in die Kiste gehen. Und hier, bitte, 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 bitte. Nee. Das nehmen wir noch mit. So, wir probieren jetzt einfach, hier entlang zu gehen. Wenn da vorne ein Scav auf uns lauert, haben wir verschissen. Uns braucht der Mensch. Ja, da ist ein Scav. Und das war's. Tschüss. Ja, da habe ich ein bisschen zu sehr gepanikt. Ich hätte mich rauslehnen sollen, habe ich aber nicht. Ja, doofe Aktion. Aber ihr seht auf jeden Fall, so schnell kann es gehen. Man kann auch ausbluten. Das Gute ist, wir haben 683 EP. Wir haben den Toom Twitch TV. Das war der erste, den wir gekillt haben. Durch einen Bauchschuss. Den zweiten, der war ein Jusek. Also wir haben auf jeden Fall zwei verschiedene Spieler. Ich weiß nicht, ob die zusammengespielt haben. So, wir sind direkt auf Level abgegangen. Das passt. Ihr seht ja, da hat wirklich alles, da war alles im Arsch jetzt gerade. Ne? Der unbehandelte Verletzungen, der tödliche Schadenkampf vom Arm. Hat er uns anscheinend nochmal, weil der Arm war ja geschwärzt. Er braucht halt nur noch eine Kugel zu treffen und dann ist es rum. Ja, ist halt wirklich, es geht sauschnell in dem Spiel drauf zu gehen. Ganz ehrlich, eine Kugel in die Fresse, du bist weg. Das ist der Wahnsinn. Oder halt dementsprechend in ein geschwärztes Körperteil.
Respekt, GG an den zweiten Spieler, wirklich. Der hat uns verfickt gut weggeholt. Das ist echt. Oh. Hat er gut gemacht. So, ihr seht es natürlich wieder. Charakter hat alles verloren. Das heißt dann aber auch wieder dementsprechend neu ausrüsten. Hier müsste dann ja eine neue Weste sein. Ich glaube, wir nehmen mal die SKS mit. Die prüfen wir. Dann haben wir hier PS Rounds. Okay. PS. Wo habe ich denn jetzt vom letzten Mal? Ich glaube, das war die hier. Öffnen. PS Rounds. Dann nehmen wir das hier mit. So. Dann natürlich noch ein Rucksack. Klar, in dem Rucksack müsste ja auch noch irgendwas von unserem Scheißdreck drin sein, was wir in der letzten Runde gezogen haben. Seh. Okay, ja, das ist eine einfache Bandage. Da kommt, die nehmen wir mal mit. G-Phone kommt das mal daneben dran hin. MLD5. Ja, das kommt auch daher. Wir packen jetzt einfach mal alles raus, was wir hier irgendwo haben. So. Man merkt auf jeden Fall, es wird ein bisschen chaotisch bei mir im Inventar, aber gut, ist halt so. So, dann haben wir hier Platz, dann haben wir die ersten zwei Spieler. Der eine war ein 41er, der andere ein 27er. Das sind die Marken, die werden wir natürlich aufheben. Den Griff, vielleicht können wir den dann irgendwann verwenden, keiner weiß. Ich würde jetzt allerdings auch nochmal der Bandage mitnehmen, für den Fall der Fälle, dass wir nochmal so angeschossen werden. Und dann dementsprechend mal zu Ragman gehen. Und beim Ragman kriegt man hier den Helm. Kaufen wir. Dann haben wir vielleicht noch die Chance, wenn er uns auf die Birnenspitze schießt, dass das Ding vielleicht nicht sofort durchgeht. Der Helm ist echt für den Arsch. Ich glaube, der hat Rüstungsstufe 2. Ja. Und schaut auch noch übelst hässlich obendrein aus. Deswegen nehmen wir das mit. Ansonsten haben wir, glaube ich, hier noch der Ding drinnen, glaube ich. Maske. Nö, haben wir nicht. Polizeikappe haben wir dabei. Ja gut. Nee, brauchen wir alles nicht. Gut. Was ich jetzt immer gern mache, ich nutze natürlich jetzt von Anfang auch die Scav Runs. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf Reserve. 8 Uhr in der Früh. Das passt. Und dann suchen wir jetzt nochmal eine weitere Lobby. Hoffen natürlich, dass es da dementsprechend etwas besser läuft. Und vielleicht vom Aim her auch ein bisschen besser wird. Die Entscheidung, gerade da aus der Deckung rauszugehen und mich den Scav da direkt hinzustellen, das war eigentlich dumm. Aber von daher verdient gestorben. Ist halt einfach so. Und jetzt gehen wir hier mit Yuri in den Kampf. Keiner weiß. Mag gucken. Komm, Yuri. Trinkst du noch ein Wodka? Und dann war's alles. Kommst du runter? Ich glaube sogar, dass die Waffe, die ich jetzt gerade eben dadurch den Skeff bekomme, dass sie sogar einen Schalldämpfer vorne dran hat, weil so einen langen Lauf hatte ich für gewöhnlich nicht, glaube ich. Und das seht ihr hier so, abgeschnitten. Naja, warten wir mal ab und dann wir schauen. So, okay, wir sind mit Yuri hier auf dem Gelände gelandet. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Okay, da ist jetzt nichts. Oh oh. Nö. Da gehen wir nicht lang. Wir gehen mal hier an die Kiste direkt. Da ist keine Kiste, scheiße. Muss dann hier sein. Komm schon. Was haben wir hier Schönes? Nehmen wir alles da immer mit. Okay, zwei Waffenmods. Das ist gut. Das ist sehr gut. Bisschen gewinnbringend. So, das heißt dann vom Prinzip aus, wir eiern jetzt hier rüber. Muss ich gucken. Ich hoffe nicht, dass hier jetzt irgendwo ein Spieler rumeiert. Wenn doch, habe ich verkackt. Wir gehen standardgemäß wieder hier rüber. Öffnen diese Tür. Die schließen wir. Kein Bock, dass ich hier erschossen werde, wenn ich hier jetzt gerade eben das Looten anfange. Schrauben. Okay, das ist so Zeug, was man auf jeden Fall braucht, um die Base hochzuhauen. Buttern auch. Ein Zippo. So, habe ich hier noch etwas, was ich mitnehmen kann? Hallo? Nee. Ja gut. Das heißt, wir gehen jetzt wieder standardmäßig hier raus.
hier hin. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo ist der Exit? Der KP-Zaun. Heizungsrohr. Okay. Ja, ich weiß schon so circa, wo ich hin muss. Wieder mal ein Key. Raum 315. Perfekt. Dann haben wir hier Feuerzeug. Ne, grüne Batterie, okay. Hier was Anständiges, kommt schon. Ein paar Dollars. Sehr nice. Dollars immer gut. Geld immer gut. Weil wir haben ja auch verschiedene Währungen. Oh, was zum Essen. Maßband, perfekt. Wir nehmen einfach jetzt sämtlichen Scheiß mit, was wir irgendwie kriegen können. Meine Lampe, sehr schön. Dann haben wir hier nichts. Das ist gut. Ganz unten. Hallo. Dann haben wir hier auch einen Scheißdreck. Und hier unten ist ein was. Das ist auch nochmal ein Schlüssel. 220. Nehmen wir auch gleich mal mit. So. Gut, sehr gut diese. Okay, da ist jetzt nichts. KP-Zaun war, glaube ich, nicht hier, oder? Nee. Okay. Also. Wir versuchen natürlich wieder über die Außen zu gehen. Klar. Hier liegt auch keine Leiche, leider. Das ist sehr schade. Ich hätte gerne gesnackt, eine Waffe von einem Gegner. Aber keiner weiß, ob wir das kriegen. Vielleicht begegnet uns ja der ein oder andere Scavy Boy. Bitte nicht da oben, dass da einer hockt. Das wäre sehr scheiße. So, wir laufen jetzt bis hier vor zum Truck. Dann bleiben wir kurz stehen, regenerieren die Ausdauer und dann geht's gleich weiter. Der Kollege hat doch volle Waffen, ja? Okay. 9x18mm. Dann knien wir uns hin, da geht das Ganze ein bisschen schneller. Okay. Das heißt dann wiederum, wir gehen jetzt hier entlang. Hier, da ist nichts. So. Nochmal umgucken, ob hier irgendeiner rumrennt. Sehen tue ich gerade eben niemanden. Vielleicht bin ich auch blind. Aber es scheint wohl echt so, als wäre hier keine Sau. Hoffentlich bleibt das so. So, jetzt müssen wir nochmal überprüfen. Das ist Vollautomatik. Perfekt. Dann wird 30 Versuche, da einen Gegner vielleicht rauszuholen. Das ist Spieler definitiv. Schimi, Birzo! Давай, мочи! Кепка ебаная! Ебашки парика! Шалава! Keine Ahnung, ich glaube, ich gehe lieber nicht rein. Ich glaube, das ist nämlich ein Spieler. Weil der hat sich auch so sofort so verpisst. Oh! Laufen wir mal weg. So, dann können wir hier noch. Hier sind nämlich immer noch ein paar Kisten. Gucken, ob wir hier noch was rausziehen können. Schrauben. Und eine Tube. Keine Ahnung, was auch immer das ist. Glutschmittel. Keiner weiß. So. Das sind immer Waffenparts. Das ist sehr gut. Ein Platz, sagt er. Schraubenzieher. Okay. Der ist über uns.
Wir sneaken uns jetzt mal ein bisschen. Nehmen wir den Scheiß hier. Ziehen den an die Seite. Vielleicht kann ich dann so ein komisches Magazin hier mitnehmen. Weil ich glaube, das sind Standardmagazine für die AK. Oh, keiner weiß. So, schön, schön langsam. Damit uns der Kollege Schnürschuh hier jetzt nicht unbedingt hört. Hoffentlich. Komm schon. Sind wir gleich in der Nähe von der schönen Kiste hier. Ich glaube aber, die wurde schon gelootet, weil die so komisch offen ist. So, dann nochmal untersuchen. Vielleicht hat er was drin gelassen. Ja, ein Part ist drinnen. Das ist, glaube ich, auch wieder so ein Waffenteil. M1911 Magazin. Alles, was jetzt gerade eben, wo wir Platz haben, das werden wir mitnehmen. Wenn wir natürlich gucken. Vorsichtig hier in den Gang. Nee, ist jetzt nichts. Was war das jetzt? Die Bude gerade. So, dann gehen wir mal vorsichtig in den Raum. Ist auf jeden Fall noch so eine Kiste. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas rausziehen können. Es ist eine Zange. Okay. Und es ist, glaube ich, ein G-Phone oder so. Nee, es ist Kaffee. Kaffee. Nice. Ich glaube, der gibt auf jeden Fall Energie. Also ich habe noch nie einen Kaffee in dem Spiel gesoffen. Ich habe leider keine... Glücklicherweise über uns. Versuchen wir zu wickeln, bitte erschieß mich nicht. Okay, er geht mit. Er hat eine Shotgun dabei. Ich habe leider überhaupt keinen Plan, was der redet. Hoppatschki. Hoppatschki. Keine Ahnung. So, wo sind wir hier? Ich habe halt echt nicht viel dabei. Also Kollege, wenn du hier irgendwie was machen möchtest, dann... Ja, viel wirst du nicht machen können. Was suchst denn du? Siehst du irgendwas? Ach so. Ah. Okay. Hier war schon jemand. Ah, durchsuchst du hier? Okay, dann würde ich auch mal durchsuchen. Akku, das ist gut. Ich glaube, Marco konntest du immer... Wie lässt denn der immer auf? Warte mal, ich will dir hinterher. Warte auf mich. Siehst du irgendwas? Akkuschrauber? Versuchen wir hier mal ein bisschen Platz zu machen. Eins ist scheiß weg. Weil ich glaube, der hat nur vier. Und dann nehmen wir einfach den Akkuschrauber mit. Der bringt auch wieder ein bisschen Kohle. So. Auf jeden Fall ein bisschen Erfahrung durch Looten bekommen mal wieder. Was ist hier? Hier ist was zum Looten. Magazin, das nehmen wir jetzt nicht unbedingt mit, das nimmt so viel Platz weg. Oh, wo ist der Kollege hier? Ach, da ist er. Der durchsucht man. Okay, sehr nice. Der ist auf jeden Fall friendly. Das finde ich schön. Hoffen wir einfach nur nicht, dass er uns wegkramert. Ach, er durchsucht weiter. Nein, das ist blöd. Das, was ich jetzt gemacht habe, ist genau das, was ich nicht machen möchte. Ach, du willst nochmal alles durchsuchen, oder wie?
ist wirklich, ist da jetzt was drin? Halt echt, Zünder und Trick. Ja, okay, das ist halt wirklich das Billigzeug, was ich nicht mitnehmen möchte. Das bringt kein Geld. Wir müssen nämlich gucken, dass wir finden was. Oh. Er hat eine Pistole. Hat er eine Pistole? Hat nichts mehr dabei. Hallo, Kollege. Was machst du? Siehst du hier jemanden? Nee. Ach, ich finde schon mal schön, dass ich nicht mehr so alleine hier rumrenne. Siehst du was? Da ist was. War nichts drinnen. Gärtner. Gaga easy. Gaga easy. Ich finde es schon cool. Also das System hier, das Sprachsystem ist echt cool. So, wie lange haben wir denn eigentlich noch? Wir haben noch 15 Minuten knapp. Okay, cool. Warte, mein Kumpel, ich komme. Wo ist denn der hin? Lass mich nicht alleine. Zünder. Egal. Da ist nur ein Zünder drin. So. Opatschki. Nix. Hier oben etwa was? Nö. Also der scheint sich hier gehörig besser auszukennen als ich. Das ist schon mal sehr gut. Ich glaube, dieses Mal spielen wir auch nicht das Arschloch und killen den, sondern wir versuchen halt wirklich vielleicht sogar mit dem rauszukommen. Halten uns einfach an den. So, Sensei. Ich ziehe jetzt bald bei dir in die Garage ein. Du zeigst mir, wie Tarkov funktioniert und dann werden wir hier die Tarkov-Meister. Er hat mir was gegeben, ey. Das ist ja ein cooler Spieler, ey. Ohne Scheiß. Ich mag den Typen. Der hat sowas von Sympathiepunkte bei mir. Ist nix. Haben wir hier dann so eine Kiste, ne? Ne? Da ist jetzt gar nix. Gut. Ich bin halt in dem Gebäude. Sau cooler Dude, ey. Ich mag den. Da seht ihr aber auch mal, wie cool Spieler sein können hier ab und zu, ne? Und dann bin ich so ein Arschloch. Ja, jetzt bekomme ich schon wieder ein schlechtes Gewissen wegen dem von gestern. Wir haben einen Freund gefunden. Cool. Das ist Munition. Er zeigt mir dann auch an, so, wenn da irgendwas Nützliches drin ist, aber anscheinend ist jetzt noch nicht. Gehen wir schon mal eins weiter und schau mich mal hier um. So, wir haben hier auf jeden Fall Medikation gefunden und einen Stim. Morphin. Das ist gut. Wo ist denn jetzt hin? Ach, da hinten. Okay, wir gehen jetzt erstmal in die Kiste hier. Okay, das nehmen wir auch gleich mit. Bisschen cool. Wegwerfen. Dann nehmen wir das Tagebuch mit. Dann haben wir hier... nix. Dann haben wir hier SAS. Das nehmen wir auch mit. Dazu schmeißt man das Zippo weg. So. Und dann haben wir hier noch einen Stecker. Ja gut, untersuchen können wir. Dann haben wir ein bisschen EP, zumindest mit dem Skeptiker. So. Ich kann gleich nichts mehr tragen. Außer vielleicht eine Waffe, wenn hier irgendwo eine rumliegen würde.
wenn wir jetzt natürlich noch einen größeren Backpack finden würden, dann wäre das natürlich umso besser. Allerdings glaube ich kaum. Oh, die Waffe von dir will ich eigentlich. Ich komme hier nicht rein. Lass mich hier rein. Suchen wir hier nochmal. Nix. Wo ist denn der jetzt hin? Ernsthaft? Das ist ein Bug? Wie hat denn der das jetzt gemacht? Krasser Dude. Eine Waffe. Leute. Wir haben eine AK. Cool. PS Round. Also ein voller Erfolg ist die Runde schon mal, ne? Obwohl wir niemanden umgebracht haben. Der kennt auf jeden Fall die Limits. Wie macht der das? Kann die alles aufmachen. Ich weiß halt nicht unbedingt, was hier viel wert ist, damit ich hier aussortieren kann. Deswegen behalten wir jetzt gerade eben erstmal nochmal alles. Was ist das hier? Irgendein Spray. Okay, da hat er wieder was gefunden für sich. Seife. Okay, ne. Können wir nicht aufheben. Aber ab und zu kann man nämlich auch Seife aufheben. Wo ist denn jetzt hin? Da. Ich richte mich einfach nach dir, Kollege. Bitte schieß mir nicht in die Penne. Auch wenn ich im Weg bin. So, jetzt haben wir hier das nächste. Dann schmeißen wir das hier weg. Wir nehmen den 214er mit. So. Er ist jetzt, glaube ich, nochmal hoch, oder? Ja. Da vorne ist auf jeden Fall noch ein Scav. Da hin. Yes. Da ist er. So. Dann versuchen wir einfach mal die Tasche. Die hat er sich gesnackt, okay. Sind ich geballert? Versehentlich. So. Wir haben noch 6 Minuten. Ну и что тут за хуйня? Чики-брики, пальчик выки. Чики-брики. So, Kollege, ich müsste jetzt aber mal weiter. Ansonsten komme ich hier nichts mehr raus. Dadurch? Ach, du gehst zum Exit? Du hast den Exit hier, ich komme hier aber nicht raus, glaube ich. Ah doch, ich komme hier raus. Nice, scheiß. Nice, Kacke, ey. Cool. Wir haben einen Freund gefunden. Aber Leute, so läuft das halt, ne? Wenn wir ab und zu Scav Runs haben, dann kann man hier auch zusammen Zeug looten, ne? Das ist halt auch chillig. Und er wusste halt so circa, was kann man gebrauchen, was kann man mitnehmen. Und von daher, also ich fand den Typen halt echt, aber ich mag den Typen. Sehr cooler Kollege hier. So,
Wir können natürlich auch noch den Griff hier einklappen. Das heißt, der passt dann aber auch hierher. Dann versuchen wir das hier mal. Ah, das ist noch eins zu hoch. Okay, das passt nicht ganz. Das heißt, wir sortieren jetzt mal um, dass wir hier alles reinkriegen. Das heißt dann, das hier alles hier schön her. Perfekt. Das Vlies kommt darüber. Dann können wir das hier hoch tun. Dann haben wir hier genügend Platz dafür. Dem hier müsste. Ah, dann müssen wir das noch verschieben. Okay. So. Aber das seht ihr mal, das war ein Arsch voll Loot. Einiges an Geld, wenn wir das ganze Zeug verkaufen natürlich, haben wir dann dementsprechend auch wieder mehr. Und von daher war das echt eine entspannte Loot-Runde. Und ich bin auf jeden Fall froh, dass ich dem Kollegen hier begegnet bin und er so cool reagiert hat halt auch, ne? So, wir haben alles weggemacht. Das müsst ihr auf jeden Fall immer beachten. Tut alles ins Inventar reinziehen. Wenn nicht, schaut nochmal, dass ihr irgendwie Platz im Inventar bekommt. Weil alles, was dann noch am Skeff ist, bekommt er natürlich nicht mehr wieder. So, der sieht mal hier, geplünderte Leichen, Waffen, Modifikationen, Schlüssel, Tauschgeräte, Ausrüstung gefunden, Munition benutzt. Ja, das war halt doof, ich bin auf Schießen gekommen. Am wenigsten verletztes Körperteil ist der Kopf. Obwohl der ja eigentlich trotzdem irgendwo gefickt ist. Aha. Aber schön. Zwar wenig Action, aber ihr seht in dieser Folge auf jeden Fall mal, wie es sein kann, wenn man zusammenspielt. Und es ist halt ja wirklich, wir haben ja nicht mehr gequeued, sondern wir haben uns einfach gefunden. Und dann, ja, war so cool. Das einzig Fragwürdige daran ist, wie der Kollege es hier geschafft hat, jedes Mal die Türen da von innen aufzumachen, weil irgendwie hat er sich durch die Wand geglitscht. Und das war halt etwas fragwürdig, finde ich persönlich. Aber gut, wenn er halt, ja, vielleicht bescheißt, dann ist es halt so, kann man nicht ändern. Aber schön, sehr schön, diese Zusammenarbeit mit ihm. Dadurch hat sich unser Inventar auf jeden Fall, wenn wir hier mal reinschauen, na, das Ding ist komplett bis zum Rand voll. Öffnen, da haben wir natürlich auch dementsprechend was. So, jetzt bitte ich mal schnell schauen, ob ich hier schon irgendwelche Tasks machen kann davon. Aufgaben. Genau, Debüt. Alles klar. Okay, also man kann hier natürlich dementsprechend auch Aufgaben machen. Finde 3 Slaver Kids im Raid und das stelle sie im Unterschlupf her. Also man kann hier auch für die Trader verschiedene Aufgaben natürlich machen. Manche Trader geben dann die Aufgaben erst später raus. Büchsenmacher ist natürlich dementsprechend. Das sind andere Aufgaben, wo du dann eine Waffe modden musst unter bestimmten Voraussetzungen und die musst du dann dem Typen traden. So. Ja, bei dem anderen geht es erstmal mit Salaber los. Da müssen wir in den Unterschlupf, um Salaber herstellen zu können. Das ist übrigens eine sehr gute Medikation. Die ist eigentlich immer die, die ich benutze. Weil die zum Beispiel auch Blutungen stoppen kann. Die kriegt man da hinten, ich glaube hier bei der Erste-Hilfe-Station, die wir jetzt natürlich noch nicht machen können. Im Allgemeinen schon irgendwas machen hier. Gesperrt. Ach, da fehlen uns noch ein paar Sachen. Okay. Das seht ihr dann auch. Dann könnt ihr immer untersuchen, okay, was brauche ich noch dafür? Na, was muss ich hier machen? Hier brauchen wir zum Beispiel Streichhölzer. Das ist das Blöde. Ich hätte 2 Stück mitnehmen können, dann wäre das zumindest fertig. Dann wissen wir das allerdings auch fürs nächste Mal. Beleuchtung ist natürlich jetzt schon fertig. Wenn ich Stufe 2 machen möchte, seht ihr dann hier, brauche ich 14 von den Glühbirnen, 5 von diesen Drähten. Dann kann man die weitermachen. An für sich ist das jetzt wirklich, da kann man wenig machen. Ich glaube, hier geht auch nichts. Gerade. Ne, da brauchen wir einen Bohrer. Also es ist auf jeden Fall einiges, was ihr dann sammeln müsst. Und so baut ihr dann eure Base aus. Hier denn kann ich, das kann ich machen. Okay, bauen. So, perfekt. Jetzt ist die Tür zwar noch im Arsch, aber sie ist vorhanden. Sehr schön. Hier brauchen wir dann Schraubenzwicker. Und dann gibt es natürlich Ausdauerstufe 2 noch als Voraussetzung. Na, also da muss man halt wirklich immer drauf schauen, was man da machen muss. Oh, jetzt können wir auch einen Generator bauen. Okay. Den bauen wir natürlich gleich. So. Und somit können wir dann, wenn wir Gas haben, hier zum Beispiel, den können wir reintun. Dann läuft der die ganze Zeit durch. Und somit kann man dann auch bei verschiedenen Stationen dann auch das Zeug herstellen. Ansonsten gibt es hier jetzt gerade eben wirklich wenig zu machen. Aber wir müssen halt jetzt wirklich schauen, hier mit dem Schlafplatz auf jeden Fall nochmal
ja, hier noch ein bisschen Tape zu besorgen und Streichhölzer für die Heizung. Entspannung ist vor allem in Tarkov bedeutsam. Eine Matratze auf Paletten kann zwar, ist zwar sehr einfach, hilft den PNCs aber noch schweren Kämpfen runterzukommen. Okay, da gibt es dann Rückgangsrate, negative Effekte. Natürlich, wenn man nicht heilen möchte, kann das auch sein, dass man immer noch verletzt ist. Also, angenommen, ihr habt es ja vorhin gesehen, wo ich krepiert bin. Die ganzen Körperparts sind natürlich dementsprechend im Arsch. Er hat mir jetzt die Fresse weggeschossen. Ich meine, klar könnte ich jetzt wieder in den Raid rein, aber sollte ich mich nicht hochheilen, komme ich immer noch mit dem negativen Effekt rein. Wenn ich dann jetzt zum Beispiel für heute nicht mehr zocken würde und wäre immer noch verletzt und würde das nicht machen, würde der auf seinem Bett dann sozusagen regenerieren. Also es hängt dann alles irgendwo mit zusammen. Bei dieser Station hier kann man dann natürlich dann die Medikation dann irgendwann machen, aber hierfür brauchen wir jetzt erstmal hier die verschiedenen, das ist einmal hier eine Einwegspritze und dann hier brauchen wir dann auch nochmal Medikamente. Ja, und das ist halt alles so etwas, das fängst du dann irgendwann an zu farmen, dann baust du deine Medikation aus. Ich wundere mich, warum ich die Toilette noch nicht machen kann. Ach so, weil mir Seife und Ding noch fehlt, Klopapier. Das Ding haben wir, glaube ich, gefunden. Die Zahnpasta. Möglicherweise. Okay, ja, soviel zum Thema Unterschlupf. Dann beende ich das Video mal wieder an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall fürs Zuschauen. Gerne ein Like und oder Kommentar da lassen. Abonnieren nicht vergessen, denn wie jeder weiß, Support ist kein Mord. Damit bedanke ich mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss!